Endlich ist es mal wieder soweit. Jetzt gibt's mal wieder ein Let's Play von Assassin's Creed Revelations und damit begrüße ich euch auch recht herzlich. Ich war jetzt eine Weile nicht mehr da. Ich habe ja auch im Infovideo angekündigt, dass jetzt wieder Let's Plays kommen werden. Und jetzt müssen wir erstmal das nächste Polo-Symbol einsammeln und ein neuer PC ist jetzt auch dabei. Jetzt läuft alles ruckelfrei. Auch endlich das 1920x1080p. Das steht euch jetzt auch vollständig zur Verfügung. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Polo-Symbol. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen aufwärmen im Let's Play. Es ist eine Weile her. Und jetzt alles wieder wie gehabt. V drücken war das? Ich habe nämlich jetzt die ganze Zeit nur Assassin's Creed 3 gespielt. Und da muss ich mich jetzt von der Steuerung wieder ein bisschen umgewöhnen. Schubdala, wo ist es denn? Hä, da. Auf dem Boden, würde ich sagen. Oh, richtig. Jackpot. Okay, und Assassin's Creed 3 habe ich, wie gesagt, gespielt. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte dann diesen einen Monat davon konnte ich das noch nicht spielen. Ich hatte es vor mir liegen, also ich habe mir die Freedom Edition geholt. Ich hatte es vor mir liegen, aber es hat mir nicht allzu viel gebracht, weil mein Laptop für dieses Spiel halt noch nicht geeignet war. Die Grafikkartentreiber wurden von dem Spiel auch noch nicht unterstützt und werden wahrscheinlich immer noch nicht unterstützt, deswegen hatte ich mit dem Laptop da die Arschkarte. Und Umschalt gedrückt halten. Oh Mann. Hoffen wir mal, dass das heute noch was wird. Stoppuhr sollte man nicht vergessen. Ich hätte da oben vielleicht noch gleich synchronisieren können. Datenfragment holen wir uns jetzt nicht. Wir wollen jetzt gleich weiter zur nächsten Mission. Ja, Assassin's Creed 3 hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber es kommt halt nicht an diese alten Teile ran, weil diese emotionale Ebene, die man damals hatte, ist einfach nicht nochmal so leicht zu toppen. Natürlich ist es auch sehr interessant, wie auch die Mutter da zum Beispiel, ich werde jetzt ein bisschen spoilern, darum komme ich jetzt nicht herum, dass die Mutter da jetzt drauf geht. Das ist auch schon eine traurige Situation, aber bei Ezio war es ja wirklich so, dass eine ganze Familie gestorben ist. Und dann gab es dann natürlich auch noch damals halt Leonardo da Vinci und diese ganzen anderen Leute, die da mit einem gekämpft haben, die anderen Assassinen. Und diesmal stehst du mit Connor wirklich fast alleine da, außer mit dieser einen Person. Den Namen kann ich jetzt eigentlich auch schon nennen. Achilles heißt er da. Erinnert eigentlich an aus einer griechischen Mythologie diesen, was ein Gott? Ich glaube Achilles war ein Halbgott oder so, dass sein Vater irgendwie ein Gott war. Und aber die Grafik natürlich, wenn wir zur Grafik kommen, ist top. Also das ist wirklich einwandfrei. Die Bugs, okay, die sind dabei, da kann man nicht viel machen. Und es hat mir sehr, sehr gefallen, wenn man dann noch die Grafik voll hochstellt. Ey, kommt, ganz ruhig, Leute. Genau. Hier, ich will jetzt keinen Stress haben. Und natürlich war es eine neue Grafik-Engine. Die Sachen haben sich mehr mitbewegt. Hier bei Ezio sieht man das zwar natürlich auch schon gut, aber hier ist es natürlich noch nicht so ausgeprägt. Oh, wir sind ja am Wasser. Oh Mann, habe ich lange kein Revelations mehr gespielt. Wird ja mal wieder Zeit. Und identifizieren Sie den Hauptmann. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir erst später. Dann hat mir noch sehr viel Spaß gemacht. Du kannst da wirklich mit Schiffen richtig über Ozeane segeln. Zwar nur in einzelnen Quests. Nicht so mal frei rumsegeln und gucken, ob da ein paar Gegner rumschwimmen. Das ist nicht mehr. Ach komm, wollen wir jetzt einfach rüberschwimmen. Ich habe jetzt keinen Bock, hier einen Fährmann zu suchen. Den Körper müssen wir wohl nochmal üben. Und was gab's noch Schönes? Also die Seeschlachten haben sehr viel Spaß gemacht. Auch diese Filmmusik dazu. Und wenn Riesenwellen kommen und du da mit deinem Schiff, dass die Schiffe wirklich schon fast in den Meeren herumspringen bei diesen Riesenwellen und teilweise sich schon in der Luft aufhalten. Du kannst volle Breitseite geben. Du kannst mit den Kanonen, dann waren da noch so eine Bassen, wie wurden die genannt? Oh, fällt mir jetzt nicht ein. Breit. Irgendwas mit Bassen, Drehbassen, genau. Mit denen konntest du dann auf die Kanonenfässer zielen, die auf dem
Schiffen sind, sodass die anderen dann so gesagt wie mit einem One-Hit kaputt gehen. Aber vorher muss man natürlich das Schiff beschädigen, dass man da rankommt und weiß, wo die sind. Was? Ja, dann musst du aber auch von Anfang an bei Assassin's Creed, wenn du das Spiel anfängst, gibt es leider wieder keinen Schwierigkeitsgrad. Aber ich muss Ubisoft loben, sie haben die Gegner jetzt schon mal ein bisschen schwieriger gemacht. Man hat jetzt ab und zu mehr zu tun, weil man ja keine Tränke mehr nutzen kann. Die Tränke wurden jetzt vollkommen abgeschafft, aber dafür erholst du dich, wenn du geflüchtet bist und in einem Busch bist, innerhalb von 3 Sekunden ist dein Leben wieder voll. Ja, was mache ich denn hier? Ja, genau. Ja, doch, hier lang müssen wir. Na klar gibt's hier ein Entkommen. Ey, mal ganz ruhig hier. Ah, ist schön, mal wieder mit Ezio durch die Welt zu rennen. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt wieder zum nächsten Polo-Symbol. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Scheiße, scheiß Kurzzeitgedächtnis. Nee, aber... Müssen wir wieder über die Mauer? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gehen wir mal hier runter. Och, nö. Könnt ihr mich da jetzt nicht antun hier? So, und Assassin's Creed 3 werde ich erstmal noch nicht let's playen, weil ich ja gerade noch bei Revelations drin bin. Wahrscheinlich will ich danach auch erst Brotherhood machen und dann Teil 2. Assassin's Creed 3 will ich mir da Zeit lassen. Es macht einfach auch eine Menge Spaß und ich will es auch wirklich erst spielen, wenn mir mehr Leute zugucken. Natürlich muss man in Assassin's Creed 3 wieder viel rumrennen. Du rennst natürlich durch große Wälder und so und deswegen ist es auch teilweise ein bisschen schwieriger, weil du ein bisschen mehr erzählen musst. Da gibt es ja, wie ich hier gerade sehe, hier gibt es ja natürlich noch eine Bank und so, gibt es ja da auch nicht mehr, dass du dir da Geld ansparen kannst. Ganz geblickt habe ich das System da noch nicht. Aber das werden wir dann irgendwann mal extra noch besprechen. Vielleicht werde ich dazu noch mal ein Video machen. Muss ich mir aber noch überlegen. Lol, was war das gerade? Okay, sind wir wieder am Heimatort? Ich glaube, wir müssen jetzt wieder in die Vergangenheit reisen zu unserem alten Vorfahren, Altair. Das wird doch wieder mal ein Spaß. Wieder unser gutes IKEA-Teppichlager hier. Wo sind meine Assassinenfreunde? Da. Muchachos. Okay, dann legen wir mal los. Endlich wieder ein bisschen Story hier, wa? Gold. Ah, das kennen wir jetzt ja mittlerweile schon. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte. Ist es schon die letzte? Sind wir schon so weit? Nee, glaube ich nicht. Aber da lagen doch schon 3 Massia-Flüsse. Es gab ja nur 4. Oder? Das heißt, er schreie im Schlaf. Rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Oh, habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Weise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht, weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas' ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an?
bei uns. Traurig, dieser Verrat und dieses Leid. Niemand außer Abbas und seinen Hauptmännern töten. Gut gemacht, Chef. Wir wollen ja volle Synchronisation. Wie im Synchronspringen. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Für wahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Hast du die Gerüchte gehört, die ihm darf umgehen? Über Abbas und seine Albträume? Genau, stöhn, Alter, ja. Was ist mit ihm? Und ja, das heißt, ein alter Assassine habe das Leben eines Händlers im Tal gerettet. Dies ist die letzte Mission. Er soll eine versteckte Klinge ein... Weil er da jetzt, glaube ich, was schon da 82 ist, Alter, ihr jetzt schon, das ist schon ein ganz schönes Alter. Aber er ist auch schon alt und ist langsam am Ende. War das Abbas? Okay, jetzt hat er schon keine Puste mehr. Aber traurig, wie dieser Orden zerfallen ist. Warum leuchtet die Person? Oh, war das Juno? Was macht ihr denn da? Könnt ihr mir nicht Gehhilfe geben? Willkommen. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Er wird schon nicht sterben. Oh oh. Oh oh. Verräter, ey. Das stimmt wirklich. Nicht mal die Hälfte dieser Assassinen sind wahre Assassinen. Ah, oh. Ich habe aber vorhin noch schon jemanden getötet. Naja, eben voll. Keine volle Synchronisation. Folgt mir nach zur Burg. Ach, Manu. Kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Okay. Sie verstehen halt alle noch nicht. Weil sie die Wahrheit nicht kennen. Was müssen wir denn als nächstes tun? Oh, und da können wir jetzt sicherlich nicht mehr hochklettern. Dafür sind wir schon zu alt. Aber bis wir bei Masyaf ankommen, ist es vielleicht schon der Weltuntergang. Du solltest aufhören zu rauchen, Alter, ihr. Tod! Nein, 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 ich darf ihn doch nicht töten, oder? Ach, ich bin ja, ach, volle Synchronisation ist eh schon gescheitert. Er wird verwandelt. Ich hau ihn gegen seine Klinge und der fliegt mir entgegen. Auch gut. Und wer ist denn das? Ist das seine Frau? Alter, hier. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Das ist schön. Zwei Jahrzehnte. Boah, also mit 62. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Gut. Oh, es ist da voll mit Wachen. Wer folgt mir denn alles? Tötet ihn! Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Unser Mentor ist zurück! Das ist doch schön. Das ist ein guter Empfang. Meinen Respekt, Mentor. Für Abbas! Ich kämpfe für euch. Für den Orden. Alter, ihr... Verräter. Komm zurück, Mentor. Einfach nur T drücken, das ist schön easy. Das ist mir eine Ehre, Mentor. Und sind immer ready. Gemeinsam zum Sieg, Mentor. Na komm. Opachen. Sieht doch schön aus, die Burg. Willkommen zurück, ist aber nicht gut erhalten. Die Flaggen könntet da mal wieder waschen. Befehlt euren Männern den Rückzug. Nein! Ich verteidige Masyaf. Würdet ihr nicht dasselbe tun? Right. Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen, und alles Erreichte verloren. Alles, einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr? Ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt, von Leben und Tod.
Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Habe ich den Apfel dabei? Ah nee, Pistole. F drücken, um den Gegner zu erfassen. Nee, das kennen wir doch alle. Ich kann euch niemals vergeben, Alter, ihr. All die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war 10 Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Mann, haltet mir das doch nicht immer vor. 50%. Ja, noch 4. So, Ezio, was machen wir jetzt mit dir? Du musst den Apfel verstecken, damit ihn ein anderer wiederfinden kann. Hallo, hallo. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Ein treuer Mann. So, hier haben wir ein Büchlein und wir können wieder schnell laufen. Oh, was für ein Geschenk. Was bringt denn die Treppe, die Leiter hier? Gut, kann ich auch nicht benutzen. So, was haben wir sonst noch was vor? Nein. Das dürfte dann das Ende sein für diesen Part. Ich habe ja jetzt gesagt, dass wir... Oh, sieht's hier leer aus. Ich muss mal Waffen kaufen. Dass meine Parts jetzt immer so 15 bis 20 Minuten lang sein sollen, da 30 Minuten vielleicht einfach zu lang sind und vielleicht auch zu viel Zeit zum Hochladen brauchen, weil 2 GB Hochladen dauert bei einer 6000er Leitung auch immer ein ganzes Stück. Darf man ja nicht vergessen. Aber das Konvertieren ist jetzt ein Klacks. So, dann beende ich jetzt das Let's Play und wir sehen uns, beziehungsweise ihr hört mich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann guckt doch einfach mal vorbei bei der Playlist von Assassin's Creed. Und wenn ihr etwas über meinen Kanal wissen wollt, dann klickt doch einfach da rechts auf das Bild. Und wenn ihr natürlich von meinem Soundtrack irgendetwas sehen wollt, beziehungsweise hören, klickt auf das linke Bild. Danke fürs Zuschauen und bye. Einfach klicken.